Warum sind die Kinder hier? Weil wir haben jetzt eine Dame, Frau Adrienne Kreis. Und sie setzt sich seit Jahren mit dem Thema sehr intensiv auseinander, mit dem Thema Missbrauch und half in mehreren Fällen auch Opfern und ihrer Familie. Ihre langjährige Tätigkeit als Chefin beim Landgericht Krefeld wurde sie in besonderem Maße auch damit konfrontiert. Sie war ehrenamtliche Richterin, unter anderem im Mordprozess des kleinen Mirko. Da wissen auch einige darüber Bescheid. Das stand auch hier ganz groß in der Presse. Der sexuelle missbraucht und anschließend erwürgt wurde. Jedenfalls hat das ihr Engagement gegen Missbrauch noch stärker verwurzelt. Deswegen begrüßen wir Frau Adrienne Kreis mit einem großen Applaus. Bitte schön. Gequälte Kinderseele. Die Tür fällt zu. Sie ist gegangen. Ich fühle mich wie ein Tier gefangen. Geh bitte nicht. Bleib doch daheim. Wir sind mit ihm jetzt ganz allein. Ich liege im Bett, ruhig, aber auch verschreckt. Ich hätte mich so gern versteckt. Doch nirgends werde ich sicher sein. Vor ihm, ich mache mich ganz klein. Ganz langsam öffnet sich die Tür. Oh Gott, zaubere mich weg von hier. Nein, ich bin noch da. Er kommt herein. Komm, Kind, du darfst jetzt Mama sein. Vor Angst falle ich aus meinem Bett. Er kommt zu mir und tut ganz nett. Mein kleiner Schatz, ich hab dich lieb. Nein, will ich schreien, du bist ein Dieb. Du stiehlst mir gerade mein Kinderlachen. Ich will nicht diese Dinge machen. Ich muss mit raus, hab keine Wahl. Und jede Minute wird zur Qual. Ich zähl sie mit. 4, 5, 6, 7. Ich würde am liebsten tot hier liegen. Ich fühl's rumoren in meinem Bauch. Na, kleine Frau, gefällt's dir auch? Am liebsten würde ich ihn bespucken. Doch hab schon Angst, ihn anzugucken. Die Zeit ist um. Es ist vorbei. Du weißt, das wissen nur wir zwei. Das muss unser Geheimnis bleiben. Sonst kann dich Mama nicht mehr leiden. Sie glaubt dann nämlich, dass du lügst und stiehlst und andere auch betrügst. Und weil sie es dann nicht schafft allein, steckt sie euch alle in ein Heim. Ich hab's gelernt. Ich darf nichts sagen. Wem auch? Es stellt ja niemand Fragen. Ich gehe ins Bad, will sauber sein. Aber der Schmutz zieht in die Seele ein. Ich werde nie sauber, nie im Leben. Kein Mensch kann mir mein Lachen geben. Kein Mensch kann diese Last ertragen, die wir als Kind erfahren haben. Ich bring ihn um, ich hasse ihn. Ich habe bis heute ihm nicht verziehen. Und heute noch liege ich oft im Bett, ganz klein,
und suche ein Versteck. Ich bin jetzt groß, erwachsen schon, hab zwei Mädels und einen Sohn. An meiner Seite ist ein Mann, der mich fast voll vertrauen kann. Fast voll, denn immer bleibt ein Rest, der mich nie voll vertrauen lässt. Und das hat er zu Weg gebracht. In jeder Mama-Papa-Nacht. Ich hab geschworen, dass nie ein Mann das meinen Kindern antun kann. Lass nie ihr kleines Herz zerstören. Werd vorher stumme Schreie hören. Denn jedes Kind hat das Recht, dass man die Finger von ihm lässt. Und alle kleinen Kinderseelen sind da zum Lieben und nicht zum Quälen. Sie können doch nur uns vertrauen. Wir sollten nie zur Seite schauen, wenn sie uns bitten, bleib daheim. Wir sind doch sonst mit ihm allein. Vielen Dank an Biene, die 1998 ihre Gefühle, Gedanken und Erlebnisse in diesem Gedicht niederschrieb. Missbraucht ein Erwachsener ein Kind sexuell, so benutzt er die Liebe, die Abhängigkeit oder das Vertrauen für seine sexuellen Bedürfnisse und setzt sein Bedürfnis nach Unterwerfung, Macht oder Nähe mit Gewalt durch. Er gefährdet die Lebens- und Entwicklungsgrundlage und schädigt die Seele des Kindes. Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen ist nach wie vor ein Tabuthema, mit dem Betroffene häufig alleingelassen werden. Der Missbrauch entwickelt sich meist langsam über einen längeren Zeitraum. Er geschieht mit und ohne körperliche Gewaltanwendung, hat aber durch das Ausnutzen der kindlichen Unwissenheit und Zuneigung immer etwas mit psychischer Gewalt zu tun. Sexueller Missbrauch beginnt oft scheinbar harmlos eingebettet in spielerische Situationen und wird dann mit Hilfe von Geheimhaltungsdruck und Einschüchterung meist über viele Jahre fortgesetzt. Es fängt bei kleinen, zufälligen Berührungen an und kann bis hin zur Vergewaltigung führen. Mädchen und Jungen werden dabei isoliert. Kontakte zu anderen werden dabei weitgehend unterbunden. Je auswegloser ein Kind die Situation erlebt, desto gravierender sind die Folgeschäden. Häufig verschließen sogar die nächsten Angehörigen die Augen. Auch andere Personen in der Umgebung der Opfer sind oft nicht in der Lage, den Missbrauch wahrzunehmen und Hilfe anzubieten. Doch ganz gleich, auf welchem Fall von Missbrauch man stößt, eines haben sie alle gemeinsam. Sexueller Missbrauch wird immer von Personen ausgeübt, die dem Opfer körperlich und psychisch oder sozial überlegen sind. Solange es Menschen gibt, die Kinder als sexuelles Objekt,
als Opfer für ihre Machtgelüste oder als Eigentum betrachten, wird Kindesmissbrauch nicht gänzlich verhindern sein. Wir können aufklären, wir können immer wieder informieren und sensibilisieren. Durch diese wertvolle Arbeit können wir dazu beitragen, dass die Zahl der Opfer weniger wird. Kindesmissbrauch darf für uns und für künftige Generationen kein Tabuthema mehr sein. Jeder, der mit Kindern zu tun hat, ist dabei gefordert. Eltern, Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Schulen, Kirchen, Vereine, Spiel- und Lerngruppen etc. Nicht ganz so laut. Kinder, die kindgerecht über dieses Thema aufgeklärt werden, erhalten damit ein im Notfall immens wichtiges Wissen, welches ihnen helfen kann, in der entsprechenden Situation anders zu handeln, erforderlich zu handeln. Es ist wichtig, Kindern klarzumachen, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie sich wehren dürfen und vor allem, dass sie sich über Belästigung entgegen der Drohung der Täter anderen Erwachsenen anvertrauen dürfen. Wir werden es nicht schaffen, dass Kindesmissbrauch irgendwann nicht mehr thematisiert werden muss, weil diese Taten nicht mehr verübt werden. Aber wir können dafür sorgen, dass Kinder sich bei den ersten Anzeichen mitteilen, dadurch solche Taten immer häufiger verhindert werden können und den Betroffenen damit jahrelanges Leid ersparen bleibt. Um diesem Ziel näher zu kommen, gibt es immer mehr Projekte, die dabei unterstützen, Kinder aufzuklären und Erwachsene zu sensibilisieren. Ich danke herzlich Markus Elzner und seinen Mitstreitern des Vereins 7 Freunde e.V., der Selbsthilfegruppe Wegweiser und allen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen, die dazu beigetragen haben, dass heute diese wichtige Veranstaltung hier in Bottrop stattfinden kann. Vielen herzlichen Dank auch an den Oberbürgermeister Herrn Tischler, der heute zugegen ist, für seine Unterstützung. Kinderherzen schreien stumm. Kinderseelen sterben leise. Und niemand begeht einen größeren Fehler als der, der nichts tut, weil er glaubt, nur wenig tun zu können. Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Wir gemeinsam gegen Kindesmissbrauch. Ja, vielen lieben Dank, Adrian Kneis. Aber vielen lieben Dank, Kinder. Ihr wart so artig und so brav. Einen riesengroßen Applaus auch an die Kinder, die hier standen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt quasi händchenhaltend langsam von der Bühne. Ja, guck mal, kriegen wir da hin? Ja, sicher. Okay, wir kommen zum nächsten Programmpunkt. Ein Mann aus Bottrop mit einer Gitarre. Jetzt möchte ich mal gerne wissen, wer dieser Mann ist, wie er heißt und was gemacht wird. Hallo. Ja, hallo, ich grüße dich, ich grüße euch alle hier am Marktplatz in Bottrop, Berliner Platz. Und sage, schön, dass wir alle hier sind und viel Spaß haben werden hoffentlich. Ich bin Country George, der Country-Sänger aus dem Ruhrgebiet. Gut. Und wen hast du heute mitgebracht, Country George?